Ich glaube, es ist der größte Wunsch eines jeden Schauspielers, noch vor dem Hamlet und noch vor Richard II. Und noch vor Peer Gynt einmal in seinem Leben Erik den Roten spielen zu dürfen. Also diese Geschichte spielt im 10. Jahrhundert. Erik der Rote, aus Norwegen stammend, in Island groß geworden, hat in Norwegen jemanden umgebracht, musste dann nach Island und ist dann derjenige gewesen, der Grönland besiedelt hat als einer der Ersten. Und wahrscheinlich ist er auch nach Wienland gesegelt und hat Amerika zum ersten Mal als Europäer betreten. Naja, es wird leider immer häufiger beanstandet, dass wir zu gewalttätig sind. Na nicht? Nee, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Gewalt gehört natürlich irgendwie dazu. Das ist der Erste, der es versucht hat, diese mittelalterlichen Gepflogenheiten, also die düstere Welt des Frühmittelalters mit ganz modernen humanistischen Ansätzen zu verbinden. Und das hat man in dieser Szene gesehen, die ich gespielt habe. Und die Leute anmahnt, sich doch mal ein bisschen anständig zu verhalten und nicht irgendwie alles kurz und klein zu schlagen, sondern dann eben auch mal Rücksicht zu nehmen. Wenn man schon jemandem die Ohren abschneidet, dann kann man doch mal fragen, ob er denn auch was trinken will danach und einen schönen Tag wünschen. Das ist Erik der Rote. Wenn ihr jemandem die Ohren abgeschnitten habt, dann fragt ihn doch hinterher einfach mal, ob er noch was trinken will. Oder wünsche ihm einen schönen Tag. Ja, sorry, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass da von den Leuten super oft ganz wenig zurückkommt. Ein Dankeschön, dass du ihm nur ein Auge ausstichst und nicht beide. Kannst du lange drauf warten. Also erstens ist es sehr angenehm, getragen zu werden von Kollegen und dass da so ein Respekt ist. Und die sind, ich kannte ja einige. Das war ein sehr guter Ton. Und das war sehr schwer. Wir haben ja unglaubliche Temperaturen gehabt. Ich glaube Mitte 30 Grad und dann kam auch noch irgend so ein thermischer Sturm auf. Das war sehr anstrengend. Erik der Blonde, der Regisseur, hat das sehr, sehr angenehm, sehr sympathisch und umsichtig gemacht. Und kein Druck. Das ist halt bei sowas wichtig, wenn das schon so sich so schwierig gestaltet. Ich habe es auch deshalb gemacht, diesen Film, weil ich vor Jahr und Tag in den 70er Jahren noch Germanistik, Anglistik und Geschichte in Tübingen studiert habe. Und in der Tübinger, also in der schwäbischen Landesgeschichte, hatte ich einen Professor, der hieß Professor Decker-Haufen, der war sehr befreundet mit Sebastian Haffner. Das war ein großer Schriftsteller und Historiker, ist 1999 gestorben, war ein guter Freund meines Professors. Und da habe ich eben den Haffner mal kennengelernt und Erik Haffner ist ja der Urenkel von Sebastian Haffner. Das war auch ein Grund, warum ich diesen Film gemacht habe. Und außerdem erzählt dieser Film überhaupt die Wahrheit. Vielleicht geht das ja auch einfach mal nur mit dem Messer. Ja, aber schon mit einer glühenden Eisenstange. Dieser Film schafft es wirklich, also objektive Schlaglichter auf die Geschichte der Menschheit zu werfen. Ja, das ist genau so passiert, wie wir es hier erzählen. So oder so ähnlich. Man darf auch dann komplexe Dinge und auch Botschaften reinschmuggeln. Aber das Wichtigste ist, dass man unterhält. Und das mehr will dieser Film gar nicht. Die Geschichte der Menschheit, leicht gekürzt, im Kino.